Wir spielen... Oh Gott, das ist viel zu laut. Wir spielen Chernobyl Underground. Okay. Das Spiel lädt sehr langsam. Okay. Und nochmal trommeln. Yeah, trommeln. Sehr kurzer Loop. Pause. Yeah, das ist cool. Nein, man kann es nicht über. Nein, man kann es natürlich nicht überspringen. Story ist da war was. Die Musik ist weg. Ah, da ist sie wieder. Da war was in Tschernobyl und das ist kaputt gegangen. Das habt ihr vielleicht mal in den Nachrichten gesehen und jetzt ist was passiert. Und deswegen. Ja. Dann ist cool, wenn die Trommeln die ganze Zeit loopen. Das macht es viel besser hier. Hätten sie sich nicht einen Song aussehen können, der ein bisschen länger ist als das? Captain Cool wird jetzt komplett die ganze Welt retten. Mit seinem Scharfschützengewehr. Flackerschatten! Los! Ist hier vielleicht jemand, den man fragen kann, wo Chernobyl liegt? Ah, da ist jemand. Da ist auch der Golden Gate Lastwagen. Aber pass auf. Shit, sie haben uns entdeckt. Scheiße. Shit. Wir verstecken uns hinter diesen Flaschen. Puh, nachladen. Und 3, 2, 1 und raus jetzt. Wow, shit, Mann. Circus Strafing. Wechseln wir zur Pistole. Die aus irgendwelchen Gründen auf der 1 liegt. Gut gemacht. Yeah. Hab ganz viele Punkte gemacht durch meine coolen Headshots und so. Okay, verstecken wir uns hinter dieser Tür. Das ist die Tür des Verderbens. Okay, die Tür des Verderbens ist aufgedeckt worden. Haben wir die AK aufgehoben? Ja, wir haben die AK. Geil, jetzt können die gar nichts mehr. Ich hab die AK... Yeah, Breaking News! Ich hab jemanden getötet! Boah, die Kameras haben's aufgenommen. Es läuft gerade im Fernsehen. Das ist gerade im Fernsehen übertragen worden, wie ich einen Menschen getötet habe. Das hat jeder gesehen. Das wird auch gerade im Fernsehen übertragen. Das ist alles eine Live-Übertragung. Wie langweilig. Das sind rote Fässer, die nicht explodieren. Tschernobyl ist echt ganz anders als die normale Welt. Okay, laufen wir 200 Meter, um nochmal Menschen abzuknallen. Limbo. Was? Nein, scheiße. Oh, ja. Boah, jetzt sind wir im Container-Level des Spiels angekommen. Das Budget ist anscheinend schon ausgelaufen. Pass auf. Yeah. Diesen Standard-AK-Sound, den fuck in jedes Spiel nutzt. Boah, du hast mich überrascht. Man merkt echt den Druck hinter der Waffe. Man würde sehen, dass man... Oh ja, guter Loop wieder. Man würde überhaupt nicht sehen, dass man feuert, wenn man keinen Sound hätte. Die Sonne scheint. Gut, das nutzen wir aus. Sobald gutes Wetter ist, können wir schießen. Präzise wie sonst was. Die AK ist dafür bekannt, nicht präzise zu sein. Nein, die Shotgun. Ich wusste gar nicht, dass ich einen habe. Yeah, cool, tot. Cool, ich habe 28 Schuss nachgeladen, obwohl ich einen Schuss abgegeben habe. Nochmal. Zack. So. Wieder überfüllt. Yeah. Das ist überhaupt total der Schrotflinten-Sound. Klingt so nicht die Pistole im Postal 2? Die Musik ist viel zu laut. Und wo denn? Da hinten. Ja, natürlich habe ich auch einen Granatwerfer. Wo habe ich die Waffen her? Cool. Mein Bildschirm wird schon schwarz-weiß. Ich glaube, ich sitze hier irgendwo fest, wo radioaktives Zeugs ist. Vielleicht ein Chernobyl, wer weiß. Oder ich werde einfach nur zu häufig getroffen. Das kann natürlich auch sein. Nee, wieder mein Sniper. Boom. Cool. Gekillt. Weggefrackt. Da oben. Nein, ja. Das ist doch mein Videospiel. Ja, yeah, wo habe ich die MP7 denn jetzt her? Boah, Tim kennt sich voll mit Waffen aus, weil er schon mal ein Videospiel gespielt hat. Yeah. Ich habe mehrere Kills gemacht. Laufen wir wieder 100 Meter weiter, um einfach ein paar Menschen abzuknallen. Da oben macht sich jemand bereit. Shit, der hat uns entdeckt.
Ich muss erstmal durch meine Gazillion Waffen wechseln. Ja, gut. Man sieht das Fadenkreuz so schön. Das ist jetzt ein Taktikkampf. Da muss man ganz taktisch vorgehen. Yeah, ich bin taktisch. Moment, ich muss die auf. Ah, ich hab noch eine Sniper. Ja, natürlich habe ich 28 Sniper. Moment, ich muss auf die Taktikwaffe wechseln. Ja, yeah, warte. So, Taktikwaffe. Nur noch ein Magazin, egal. Taktikman! 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 Mist. Mich für Taktik. So, nehmen wir erstmal seine Taktik weg. Jetzt hat er keine Taktik mehr. So, jetzt nehmen wir hier. Tic-Tac-Man! So. Das hat die überrascht. Die dachten, jetzt kommt Taktikman, oder das war Tic-Tac-Man und deswegen habe ich sie besiegt. Okay, nehmen wir AK-Man. So, wo geht's denn jetzt lang? Da hinten ist irgendwas. Ich kann das nicht erkennen, was das für ein Symbol sein soll, aber ich renne da jetzt mal hin. Oh nein! Wom, 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 coole Musik. Wom, 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 ich hab ihn getötet. Yeah, cool, getötet. Yeah. Moment, ich zur Pistole wechseln, damit mich niemand hört. Shit, das hat nicht so ganz geholfen. Und you have failed. Von wo? Wie konnten sie mich denn jetzt entdecken schon? Ja, Granate. Das versuchen wir gleich nochmal. So effektiv war das jetzt noch nicht. Man kann auch seitwärts sprinten. Geil, geil, ich liebe das Spiel. Sieht so aus, als wenn ich auf so einer komischen Platte stehe, die jemand schiebt und zieht. Aber ansonsten... Wo? Da! Kopfschuss. Man sieht sie auf dem Radar, aber trotzdem. So, da. Gut, die Waffe ist so präzise wie das Fadenkreuz, man merkt's. Wechsel ich wieder zur AK, Yeah, präzise wie sonst was. Dabei finde ich allgemein, yeah, das sind rote Fässer, die man zerstören kann. Zu erkennen sind sie daran, dass ein Symbol drauf war. Das war das Ziel. Ja, jetzt haben die einfach keine rote Fässer mehr. Das ist die ganze Aufgabe gewesen. Ohne rote Fässer können die nichts machen. Außer auf Container stehen, auf die sie gar nicht raufkommen würden oder runter. Wahrscheinlich sind die irgendwann mal raufgesprungen, kommen jetzt seitdem nicht mehr runter. Und es ist gut, dass ich jetzt gerade kam. Jetzt hatten die was zu tun. Shit, da steht auch noch einer auf dem Container. Ich hab vergessen. Die würde ich eigentlich aus Prinzip eigentlich erstmal da oben lassen, aber ich bin ja eine nette Person. Ich bin ja nach Tschernobyl gekommen, um zu helfen. Dabei wird es natürlich unhöflich, wenn ich denen jetzt nicht helfe. Granatwerfer-Man. Lass ich erstmal mein Bildschirm wieder farbig werden. Die Bildschirmübertragung ist nämlich ziemlich scheiße nach Hause. Woher ich auch immer komme. Warum ist die coole Wah-Wah-Wah-Musik eigentlich nicht gekommen? Vielleicht will ich einen hier übrig lassen und wegrennen. Jetzt ist die Musik ganz einfach weg ohne Fade-Out oder sowas. Und da beginnt sie wieder. Na wunderbar. Hier ist eine andere. Wow. Ich müsste eigentlich die Songs aus dem Ordner nehmen und daraus Loops basteln und die dann den an die Entwickler schicken. Aber verstecken wir uns erstmal in der Tony Hawk Halfpipe. Yeah, machen wir hier so einen Lip-Trick und darüber und dann rennen wir hier so hin und dann will ich nochmal zurück, weil ich was gesehen habe und jetzt habe ich erst realisiert, was das heißt. Spring! Nein, oder? Oh. Oh Gott, ist das denn, was passiert denn, wenn ich da bleibe? Ich gehe jetzt einfach mal hin. Gibt's ein... Nein, Quicksave gibt's nicht. Schade. Aber ich habe jetzt F5 gedrückt und habe Slow-Mo aktiviert. Ist das Absicht? Ja, das ist Absicht. Warte, das ist das Gimmick des Spiels. Fuck. Warum weiß ich davon nichts? Yeah, ich bin blau, man. Okay, was auf F3? Yeah, ich habe rote Punkte auf meinem Bild. Gut. Dann ist die Frage, wo die Gegner sind, schon geklärt. Und F4 ist... F4 ist... Ja, Farbfilter-Modus. Gut. Yeah, laufen wir weiter in die nächste Combat Area. Hoffentlich kommt hier ein guter Song. Nee, der ist nicht gut. Iron Sights mit einer Shotgun. Okay, pass auf. Ich kann da jetzt hin. Yeah, mit meinem Standard-Pistolen-Sound kriege ich euch alle tot. Oh nein, ich bin gestorben. Shit. Lass uns unsere Power aufladen. Und dann F5 wir da gleich durch. Jetzt mal.
nehme ich denn dafür? Ich nehme die Sniper. Die coole Sniper. Die, die Schaden macht, die Sniper. Und jetzt F5. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. So, Granate. Noch eine Granate. Die liegen, Alter, das ist total unfair. Wie soll ich den denn treffen mit der Shotgun? Guck mal, die waren ineinander, das geht doch nicht. Jetzt sieht seine Leiche auf wie. Soll ich den jetzt treffen? Jetzt rennt er weg, okay. Bam, bam, bam. Okay, gut, es läuft. Da hinten. Da ist er. Bam. Cool, das ist wie Sniper Ghost Warrior. Nur irgendwie von allem mehr außer Ghost. Davon gar nichts. Recht. Bester Moment. Ja, treff doch! Das ist der Kopf, das ist nicht so schwer. Yeah, cool. Killt man. Das ist der fetteste Sprayer in der Hood. Yeah! Trommeln! Trommeln! Trommeln!